Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Moravan Schönheitsblog. Und heute habe ich wieder die Birgit Korall da aus Landshut. Und sie erzählt uns wieder viel spannende Sachen, wird sie uns erzählen, auch Behandlungen zeigen. Ich bin wieder das Model, Gott sei Dank. Und ja, Frau Korall, Manuka, Heilmittel der Natur. Ja. Sie können uns da bestimmt ganz viel erzählen. Sie waren ja schon, ich weiß nicht wie oft in Neuseeland, Sie haben ja auch schon gesehen, wie das wächst und so. Was macht Manuka? Was können Sie dazu erzählen? Ja. Also Manuka ist eine ganz spannende Pflanze. Ich war, weiß ich gar nicht, 8 oder 9 Mal mittlerweile in Neuseeland und Manuka wächst in Neuseeland überall. Es ist also eine Pflanze aus dem Wildwuchs. Man sieht die Blätter, man sieht diese feinen kleinen Blüten. Und wir sehen vielleicht die Blüten auch nochmal hier auf dem Buch ganz schön, was geschrieben worden ist zu diesem Thema. Und das ist jetzt das Pulver. Wenn ich also Äste, Blätter fein mahle, habe ich dieses Manuka-Pulver. Was macht jetzt dieses Manuka, was ein Heilmittel der Natur ist? Die Maoris haben das schon benutzt, die Ureinwohner Neuseelands, und die haben die Seefahrer, die nach Neuseeland kamen, gepflegt, haben Aufgüsse mit Manuka gemacht und daher auch dieser Begriff Teebaum, weil für die Engländer, die kamen, war das dann wie ein Tee, ein Aufguss aus diesem Blattwerk. Mit der Zeit hat man natürlich diese Pflanze untersucht, weil die Seefahrer haben gemerkt, dass ihr Skorbut, ihre Hautprobleme, Entzündungen, Wunden gelindert wurden, und man hat dieses Manuka untersucht. Und es gibt sehr viele Studien, Universitätsstudien in Zürich, in Amerika, in Deutschland zum ätherischen Öl. Also das Basisprodukt, was man jetzt gewinnt aus der Pflanze, ist ein ätherisches Öl. Hat einen ganz markanten Duft. Man riecht es. Der ein oder andere wird vielleicht den Teebaum kennen, den Duft vom Teebaumöl. Ja, Manuka ja. hat auch dieses würzige. Ich finde jetzt ein bisschen milder, angenehmer. Ja. Und finde ich auch. Ja. Klassischerweise sagen wir, Manuka ist ein Produkt für die Aromapflege, weil wir oft gefragt werden, warum das so auf der Verpackung steht. Wenn wir angeben, ein Produkt für die Hautpflege, dann muss das durch ganz, ganz viele europäische Gesundheitsbehörden durch, und das ersparen wir uns. Ja. Es ist aber so, dass ich persönlich und viele Menschen, die ich kenne, das Manuka-Öl auch wirklich für die Hautpflege einsetzen. Ja. Das ganz besonders Tolle ist, also das Manuka-Öl, ich kann jetzt nur empfehlen, wer sehr neugierig ist, weil wir können das jetzt nicht, dieses Thema, in ein paar Minuten abdecken, der kann in diesem Buch von Andreas N., dem Heilpraktiker, das nachlesen. Da sind auch sehr, sehr viele Rezepte hinten drin, auch alphabetisch für die ganze Familie, für Tiere, für die Bereiche. Was ist das Besondere am Manukaöl? Es ist ein ganz starkes, antibakteriell wirkendes Öl. Es gibt eine ganz lange Liste der verschiedensten Staphylokokken, 87, 97, das sind die Bakterien, die wir im Darm haben bei Durchfall, das sind die ganz typischen Aknebakterien, die wir in der Haut finden. Es wirkt gegen Pilze, also diesen typischen Candida albicans zum Beispiel. Und was sehr ungewöhnlich ist, Manukaöl wirkt gegen diesen MRSA, also den Krankenhauskeim. Ja. Das ist ja ein antibiotikaresistenter Keim. Und wenn wir jetzt denken, deswegen kommen wir zum Heilmittel der Natur, wir haben mit dem ätherischen Manukaöl ein Produkt, was stärker als ein Antibiotikum wirkt. Und das Schöne ist, weil es ein Naturmittel ist, es gibt noch keine Resistenzen. Ja. Also auch viele medizinische Produkte bilden ja Bakterien oder Viren eine Resistenz. Und beim Manuka noch nicht. Und auch keine Nebenwirkungen dann halt eben. Ganz genau. Wir haben auch keine Nebenwirkungen. Und zum Beispiel, also das ätherische Öl, das finde ich zu jeder Jahreszeit wunderbar. Natürlich, wenn jetzt die Erkältungsjahreszeit ist, noch viel besser, dass wir es in die Aromalampe geben und die Luft reinigen. Ja. Einfach diese Bakterien, wir niesen, wir husten, dass es sauber ist. In der Kosmetikkabine können Sie natürlich Ihre Gerätschaften auch desinfizieren. Wenn wir viel schminken auf den Messen, reinigen wir die Pinsel.
Pinsel mal eben mit Manukaöl, weil wir ja nicht schnell die alle waschen können auf einer Messe. Mhm. Oder wenn ich meinen Kindern den Splitter aus dem Fuß hole, dann mache ich vorher das auf die Haut, auf die kleine Schere oder Pinzette, dass keine Keime in die Haut kommen. Haben wir einen dicken Bienenstich zur Beruhigung. Zack, auf die Haut, kriege ich ein Herpesbläschen. Ja. Das ist das Erste, was ich nehme, Manukaöl. Also, das ist also eine Reiseapotheke. Ja. Wenn ich in den Urlaub fahre, kommt das Öl mit in die Tasche für solche Probleme. Auch als Mückenschutz nehme ich es zum Beispiel. Gell? Genau, kann weil das verjagt die Mücken. Ja. Die mögen den Geruch nicht so besonders. Ja. Und dann gibt es das in einer Form. Im Manukaöl sind Wirkstoffe drin, die auch juckreizlindernd wirken. Und wenn wir uns jetzt ein Hautbild vorstellen, was sehr juckt mit Ekzemen oder Neurodermitis, dann möchte ich etwas juckreizlinderndes. Ja, ja. Das ätherische Öl sollte ich aber nicht großflächig auftragen. Mhm. Nur so punktuell dann. Ganz genau. Mhm. Und deswegen gibt es dieses milde Manukaöl und das ist eine Mischung mit 2% des ätherischen Öles und der Rest ist Mandelöl, Ringelblumenöl, das ist ja eh sehr beruhigend für die Haut, reduziert Rötungen, Macadamia-Nussöl, das zieht eben sehr schön ein. Und das kann ich jetzt wirklich großflächig, ich sage jetzt mal, wenn jemand Ekzeme hat, das kann ich jetzt ganz schön einmassieren in die Haut. Schön, ja. Und es zieht ein und klebt nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Ich habe keinen klebrigen Ölfilm, sodass, wenn ich jetzt meine Bekleidung drüber gebe, das wirklich angenehm ist. Ja, ja. Wir wissen von vielen Kunden, die Schuppenflechte haben, das findet man ja sehr viel am Kopf, dass man das sehr schön einmassieren kann und dann nicht diese fettige Kopfhaut hat. Ah, das ist ganz wichtig. Man könnte es ja auch Baby, für die Babypflege nehmen, ganz oder? Genau. Zum Beispiel. Also wenn Sie ein Baby haben, was jetzt schon wirklich mit Problemhaut geboren ist oder klein ist, dann kann ich die Händchen oder am Hals, ist ja oft diese Rötung und so, das schön einmassieren. Und das dritte Produkt, wo ich das ätherische Öl finde, ist das Manuka-Gel. Das gibt es in klein und in groß und für die Kosmetikerin auch in der Kabinengröße. Ja. Und dieses Gel ist wunderbar, ganz speziell gemacht worden für Menschen mit Akne. Weil ich jetzt hier die Kombination habe aus meinem ätherischen Manukaöl, aus feuchtigkeitsspendenden Gelen und mit Manuka-Honig auch noch. Und dieses Gel, das sieht man jetzt, das kann ich wunderschön auftragen. Ja. Und jetzt als feuchtigkeitsspendendes Gel, zum Beispiel bei Jugendlichen mit einer Aknehaut, übers ganze Gesicht verteilen und diese Rötungen gehen weg. Für mich ist jetzt ideal, ich habe mich letztens mit heißem Tee verbrüht. Ah ja, genau. Also ich bin mein eigener Kunde und habe dann erstmal eben mich auch wirklich mit Manuka versorgt, um das zu lindern. Und das Manuka-Gel ist also ein ganz fantastisches Produkt, auch in der Kabine nach der Ausreinigung zum Beruhigen, praktisch nochmal antibakteriell nacharbeiten, wenn man Milien rausnimmt, also dass man wirklich die Rötungen nimmt. Ja, schön, dann haben wir wieder sehr viel gelernt, Frau Koral, ganz toll, was Sie uns da erzählen und ich denke mal, dass das viel Sinn macht, wenn man viel mit Manuka arbeitet oder sich da einfach interessiert, gerade Erkältungszeit, man kann ja auch in bedampfen. Ganz genau, also da sind Tipps auch drin für Scheidenpilz, für Hautpflege mit kleinen Rezepturen, also ich selber schaue total gerne rein. Ja. Genau, also das macht Sinn. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.